Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, dein Business Medium, und das sind die kollektiven Business Energien für die Woche vom 10. bis 16. Dezember. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an. Das ist die Ebene, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind. Das ist die Ebene, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können, aber das ist das, wo wir die Empathie entfalten, wo wir spüren, wie es dem anderen geht, wo wir intuitiv sind, wo wir Visionen haben, wo wir auch träumen. Und auf dieser Ebene schaue ich eben nach, welche allgemeingültigen Energien, Schwingungen, Höhen und Tiefen zum Thema Berufsleben, Business, Arbeitsalltag auf uns zukommen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Und schauen wir mal, wie es losgeht. Also die Woche fühlt sich schon allgemein etwas ruhiger an. Also es wird jetzt nicht so ganz dramatisch, aber es wird sehr viel im Inneren passieren. Das passt auch noch gut dazu, dass wir im Ausläufer des Neumonds sind, dass da gerade wieder was am Wachsen ist. Und genauso ist es. Wir starten noch ein bisschen ruhiger in die Woche. Wobei ich da bei dir schon dieses Gefühl spüre, so, es ist mir irgendwie alles egal, sollen die doch machen, was sie wollen, es geht mir alles am vorbei, ja. Also das ist so ein bisschen die Grundhaltung, mit der du da in die Woche gehst, könnte damit zusammenhängen, dass du dir eben Ende der letzten Woche Gedanken gemacht hast, was will ich wirklich, und gemerkt hast, das ist noch nicht ideal, was ich gerade habe, was ich gerade lebe, vielleicht ist der Job nicht ideal, vielleicht ist die Umgebung nicht ideal, vielleicht die Mitarbeiter, Kollegen, die Chefs, die Kunden, ja, also vielleicht stimmt da noch was nicht so genau. Und da bist du so ein bisschen in der Resignation, in der Stagnation, da denkst du so, oh, ist blöd, aber was will ich machen? Dieser Gedanke, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, da muss ja was reinkommen, das ist meine Existenz, mein Lebensunterhalt, vielleicht hast du noch gewisse Verpflichtungen, Kinder, Familie, also da kann ich dich sehr gut verstehen. Deswegen ist mein Businessprogramm, mein Traumbusinessprogramm auch darauf ausgelegt, dass man sagt, man baut es nebenher mit auf, lässt die Pflanze wachsen und kann dann mit der Zeit eben das eine hochfahren, das andere runterfahren. Also es ist nur am Rande. Du musst nicht sofort hergehen und alles über Bord werfen, sondern du kannst es Schritt für Schritt machen. Wenn du dazu Fragen hast, nimm gern Kontakt zu mir auf, unten in der Box steht wieder alles. Ja, und eben wenn du in dieser Phase drin bist, das ist in Ordnung, denn da neben diesem, dass du doch ein bisschen das verdrängst, aber das kommt später in der Woche noch auf dich zurück, hat es aber den positiven Nebeneffekt, dass du durch dieses Gefühl, die Dinge auch nicht mehr so ernst zu nehmen, weil es dir egal ist, das ist sehr positiv, das bringt dich weiter. Also den Job, die Kundengewinnung oder was auch immer da dein Feld ist, mit mehr Leichtigkeit zu nehmen, ein bisschen mehr wie ein Spiel zu sehen, das bringt sehr viel Vorteile. Ich weiß, es ist ein ernstes Thema, aber wenn du in diese Leichtigkeit reinkommst, wenn du nicht alles persönlich nimmst, wenn du ja eben guckst, ausprobierst ein bisschen, was funktioniert nicht, das ist ein bisschen wie in meiner Facebook-Gruppe mit den Posts, ja, was interessiert die Leute mehr, was nicht, das kann man so erstmal nicht wissen, das kann man ein bisschen ausprobieren. Und wenn ich das ernst nehmen würde, also ernst hernehmen würde und sagen, oh verdammt, da haben jetzt nur zwei Leute reagiert, ich habe alles falsch gemacht, dann baue ich so viel Druck auf, dass die Menschen das spüren und dass sie dann noch weiter wegbleiben, noch weniger irgendwie in Interaktion treten. Deswegen, okay, das war so, das andere Thema ist vielleicht ein bisschen interessanter, nehme ich ein bisschen mehr das, baue ich das ein bisschen aus, mache darüber mal ein Video, gib dafür mehr Informationen raus. Und das ist ganz wichtig, nicht witzig, sondern wichtig, ja, das so herauszufinden. Aber wenn man es zu ernst nimmt, dann ist man blockiert in jeder Ebene. Und wie gesagt, das spürt dein Gegenüber auch. Und dann lässt die Freude nach und auch der Erfolg. Also deswegen, nimm diese Leichtigkeit mit, auch wenn sie vielleicht noch nicht die richtige Ursache hat, aber nimm diese Leichtigkeit mit, auch weiter in die Woche, weiter in deinen Arbeitsalltag. Und dann habe ich schon angekündigt, es kommt dann doch noch was auf uns zu, und zwar so ab Donnerstag, da wird irgendwas passieren, was dich dann doch wieder triggert, was dich doch aus deiner Es-ist-mir-egal-Lage, aus deinem Standpunkt herausholt und dich dann dazu bringt, doch wieder Emotionen zu zeigen. Also in irgendeiner Form wirst du ein neues Projekt bekommen, irgendwie mehr Arbeit aufgebürdet bekommen, wirst du von jemand getriggert, also eben irgendeine Person, die in deinem Arbeitsalltag mit dir zu tun hat, wo doch mal was rauskommt, was dir einfach nicht so leicht runtergeht. Und da hast du die Möglichkeit, jetzt ja, standhaft zu sein und dich zu zeigen und dich auch durchzusetzen. Das ist auch ganz wichtig. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses Verdrängen, dieses von Anfang, Mitte Woche, was jetzt auf dich zurückkommt, weil Verdrängen bringt dich nicht so sehr weiter. Da kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und ich sage mal so, das Universum gibt uns Lernaufgaben, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir die beste Version unserer selbst werden, und deswegen wird es dir in Form von irgendwie einer anderen Person oder mehr Arbeit oder so geschickt, und das
ja, treibt dich ein bisschen zu Weißglut, beziehungsweise auch in die andere Richtung, lässt dich ein bisschen ins Opfertum gehen, ich habe es so schwer und alle anderen haben es leichter. Also achte darauf, was für Gefühlsregungen da bei dir hochkommen und warum. Und in dem Moment denk dir, ich bin für alles selbst verantwortlich. Jetzt könntest du sagen, ich kann nichts dafür, dass mir so viel Arbeit gegeben wurde. Ich kann nichts dafür, dass mich die Kollegin genervt hat. Jein, ja, also es hängt immer davon ab, was du ausstrahlst und was du anziehst. Und wenn du jetzt selber schon unzufrieden bist, ja, selber resignierst, selber so in die, ich habe keine Lust, auf dem Standpunkt bist, dann wirst du dementsprechend was anziehen. Und das wird eben kommen. Und das ist so die Lernaufgabe dafür. Und in dem Moment hilft nur eins, steh zu dir. Sag, was du möchtest, sag, was du nicht möchtest, sag, was machbar ist, was nicht machbar ist, sag, wenn du Unterstützung brauchst, trete anders auf, sei selbstbewusster, sei stärker, steh zu dir, steh zu dem, was du sagen möchtest und hab Vertrauen da rein, dass die Menschen es hören und dass sie es akzeptieren und dass sie dir dann anders begegnen werden. Also interessant, so gerade auf Ende der Arbeitswoche oder der herkömmlichen Arbeitswoche geht es dann schon noch ein bisschen rund. Aber wie gesagt, das wird jetzt nicht so was ganz Dramatisches werden, sondern das ist so jemand, der dich streift und der dich ein bisschen so brodeln lässt. Und das ist eine gute Möglichkeit, einfach bei dir zu suchen, bei dir zu schauen. Und dann kannst du wieder in die Ruhe kommen, dann wird es wieder leichter. Und das Wochenende wird dann auch schön reflektierend. Es wird auch, ist auch eine gewisse Leichtigkeit. Nutze es wirklich auch, um dich zu erholen. So gut es geht, geh vielleicht auf einen Weihnachtsmarkt oder was immer dir Spaß macht. Also das Wochenende wird, wie gesagt, das hat auch eine leichte Energie. Also das, was da so am Donnerstag rum passiert, wird dich streifen, wird dir neue Anregungen geben, aber es ist gut, denn so kannst du dich weiterentwickeln. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Woche so bei dir wird. Wenn du dann ein Fazit hast, kannst du gerne auch kommentieren. Wenn du irgendwas Näheres wissen möchtest, auch zum Thema eben, was hält mich vielleicht noch zurück, wo habe ich Glaubenssätze und Ängste, die mich zurückhalten, dann ja, kontaktiere mich gern. Unten in der Box steht alles oder werd Mitglied in unserer tollen Facebook-Gruppe Erfolgreicher Start ins Traumbusiness. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, deine Yvonne.